willkommen zu diesem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute Vergaser reinigen, Luftfilter reinigen und. Ich habe getankt und dann habe ich gemerkt, als ich losgefahren bin, der Roller nimmt gar kein Gas mehr an. Sobald ich Gas gebe, säuft er ab. Dachte ich erst, ich habe was Falsches getankt, bin nochmal reingelaufen, habe dann gefragt, entschuldigen Sie, ich habe zwar den Kasten abgelehnt, können Sie mir nochmal sagen, was ich von getankt habe? Da meinte sie, ja, super plus. Ja gut, dann stimmt das schon mal am Benzin nicht oder am Sprit. Ja, deswegen, ich kann mir gut vorstellen, durch den Winter, Schnee, Matsch, Schlamm, Dreck, Salz, ne, durch das Wasser kommt der ganze Schmutz natürlich auch gut überall hin. Dann wird es ein paar Tage warm oder durch den Motor wird irgendwas warm. Was passiert? Ja gut, Wasser kondensiert, sprich verschwindet und der Sand, der Dreck, der legt sich halt überall ab und wird auch trocken. Und dann musst du nur ein bisschen über Huckel fahren, der ganze Schmutz, Sand, Dreck löst sich, der Luftfilter saugt es an, kann in Vergaser reinkommen, wenn er nicht 100%ig dicht ist. Ja, das ist so meine Befürchtung, dass er jetzt ein bisschen dreckig ist. Deswegen werden wir den heute mal gemeinsam sauber machen. Plus, ich habe hier einen von Dr. Evolution 50 Kubik Sportzylinder drauf. Yasumi Z-Sport Auspuff. Und Vergaser. Da ist noch eine 50er oder 52er Hauptdüse drin. Ich habe jetzt hier von True Extreme von 60 bis. Oh, ich glaube, das höchste war. 85 oder so oder 82 irgendwie so. Da haben wir hier die schönen Dinger. Ich hoffe, er fokussiert auch schön. So, da werden wir heute mit 60er Hauptdüse anfangen. Und dann mal schauen, wie er sich verhält. Und erstmal bauen wir jetzt den Vergaser aus, reinigen den. Ne? Und dann mache ich zwischendurch mal ein paar kleine Aufnahmen, zeige euch ein bisschen. Ich glaube auch für die, die gerade frisch anfangen mit Roller-Tuning oder allgemein ein bisschen sich einen neuen Roller gekauft haben, ist es glaube ich sowieso gar nicht so verkehrt, wenn man am Anfang, wenn man einen neuen Roller vor allem gebraucht hat, gebraucht kauft, den mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, sprich ein bisschen reinigen und sich auch mal die ganzen Matten anzuschauen, die verbaut sind. Und ja, Grüße geht natürlich auch an meinen Partner raus, Scooter Tuning Discord. Da auf jeden Fall sehr, sehr gerne abchecken. Das ist alles in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auf mein Twitch. Da bin ich nur gerade mega inaktiv, deswegen lohnt es sich für euch, glaube ich, eher mich auf Instagram zu abonnieren. Und natürlich auf jeden Fall Scooter Tuning Discord abzuchecken. Er ist mein Partner. Ganz einfach und kurz erklärt, da ist alles rund um Zweirad. Eure besten Momenten aus verschiedenen Touren mit euren Kollegen. Fragen von wie wechselt man Reifen bis Motor hochzüchten bis keine Ahnung wie viel PS. Also da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben, egal ob Neuanfänger oder Fortgeschrittener oder Profi. Da ist jeder willkommen und da wird auch keiner ausgelacht, wenn ihr fragt, wie man einen, ich sag jetzt mal einfach ganz doof, einen Spiegel demontiert und neu montiert. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, jeder fängt klein, ich habe auch klein angefangen. Und jetzt würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf und Nacken, fangen wir an mit der Kiste. So, jetzt sind wir hier an dem Schätzchen dran, ja, der Kickstarter kommt noch neu, im Sommer kommen auf jeden Fall viele neue Teile. Ist auch schon eine Überlegung, ob ich den foliere. Mal schauen, mal schauen. So, fangen wir erstmal an mit Luftfilter. Wir haben hier einmal Speedfire 2 Original Luftfilter, habe ich weiß lackiert. Danach geht es rüber hier zum Schnorchel. Ihr seht ihn theoretisch hier durch. Aber wie gesagt, immer wenn ihr was am Roller macht, schraubt euren Sitz gar nicht erst fest. Der ist auch nicht fest und da passiert nichts. Lasst den Sitz lose. Folgendes ist natürlich geil. Bam. Dadurch habt ihr einen nicht großen Vorteil. Ihr könnt überall ran. Ich sehe alles, ich kann überall ran. Es ist wirklich so, ist wunderbar. Ich zeige euch einmal den ganzen Schmutz und Dreck, der sich hier abgelagert hat. Und jetzt bin ich mir sogar relativ sicher, dass der hier Dreck angesaugt hat. Weil mein Schnorchel ist nämlich auch voller Sand. Wir werden alles ausbauen, alles einmal waschen. Ich werde da auf jeden Fall noch mit Wasserschlauch drüber gehen. Besser wäre natürlich Bremsenreiniger, ich habe aber leider keinen mehr. Den habe ich schon so ausgetrunken. Und ja, ich zeige euch das Ganze einmal kurz. Kommt mal mit hier mit dem Schnolli. So, da, ich hoffe man sieht das. Es ist alles sehr, sehr dreckig. Ne? Also, ich mache mal eben Handytaschenlampe an. Boots. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Da habe ich mein Dingsens hier, mein Zündkerzenstecker, der ist auch undicht. Da wird alles im Sommer nochmal neu gemacht. Deswegen habe ich da jetzt erstmal so einen IKEA-Deckel reingehangen. Mit einer zugemacht. Und ja,
Das ist wirklich der beste Spritzschutz, den ich jetzt hatte. Aber es kommt natürlich trotzdem noch alles auf den Vergaser. Oh, guckt euch mal den Vergaser an. Lecko mio. Seht ihr das, wie versifft der Vergaser ist? Alter, Alter. Ja, dann werde ich jetzt alles einmal demontieren. Und ja, ich gehe auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark davon aus, dass der Vergaser einfach dreckig ist. Ne? Und wenn ich schon dabei bin, den sauber zu machen, kann man auch gleich die Hauptdüse ändern. Da werden wir eine 60er reingemacht, wie gesagt. Und ja, wie gesagt, da ist auch euer Schnorchel. Habt ihr auch vorhin gesehen. Nur mal kurz schauen, wie ihr das gerade seht, ob man das gut sieht. So sieht man es, glaube ich, perfekt. Ich weiß nicht, ich liebe dieses Kamerastativ, ne? So, was machen wir als erstes? Also, der Schnorchel ist nirgendwo. Also bei mir. Der Schnorchel liegt da nur drinnen. Den könnt ihr abziehen. Nach vorne einfach. Voll auf den Finger. Das ist genauso wie Zündkerzen rausschrauben, Alter. Wenn ihr die rausschrauben wollt, aber ich klemme mir auch jedes Mal die Finger. Boah, wie rot das ist. So, dann könnt ihr den hier ganz professionell so rausdrehen. Dann könnt ihr auch einen nach oben drehen. Wobei ihr den auch eigentlich drin lassen könnt. Aber ich würde den ganz gerne rausholen und da ein bisschen durchpusten. Also in dieser Position geht am besten rein und raus. So. Bisschen nach da unten. Also so drehen. Dann kriegt er eigentlich gut raus. Ah, er wäre sogar tatsächlich verschraubt. War der jetzt hier aber nicht. So, ich muss mal gucken, ob man den gleich auch aufkriegt. Ob man den ein bisschen spalten kann, ob der geklebt ist. Weil dann würde ich mir ganz gerne den mal von innen anschauen. Weil ihr seht, der ist verdammt dreckig. Hier auch. Ultra, ultra dreckig. Auch hier. Ne, und das ist das Ganze, sieht man auch, wie diese Formen sind. Das ist alles vom Wasser. Wasser ist ja, kondensiert. Und ganz einfach bleibt der ganze Schmutz und Dreck dabei. So, die Luftfilter, der ist normalerweise hier unten verschraubt. Da habe ich auch keinen dran. Wozu? Muss jeder selbst für sich wissen. Bam. Und ihr seht schon hier unten, alles versifft. Ne, und weil ich hier unten ein Loch habe, habe ich zwar schon gut abgeklebt, aber ihr seht, da kann auch ganz einfach Dreck angesaugt werden. Ne, und dann seht ihr auch hier schon Öl. Der wird auch aufgemacht und komplett sauber gemacht. Da ist eine, oh, ich glaube mal Lossi Sportmatte drin. Und der Vergaser. Junge, 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 der ist richtig dreckig. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch wieder. Und zieh ich noch mal kurz meine Kameras. So. Bam. Die ist richtig dreckig. Ja, nee. Aber man sieht auch da schon wieder. Guck mal, da selbst, da sind kleine Steinchen. Da direkt, was das ist. Ich zoome jetzt mal ran, wenn es geht. Da. Kann ich so nehmen und jetzt habe ich es an Finger. Also ich sage euch so, wie es ist. Ich glaube wieder, dass der ein bisschen verstopft ist. Ja, dann bauen wir den mal aus, Freunde. Wie funktioniert das Ganze? Also, ich versuche das vielleicht mal im Video zu markieren. Wobei ich glaube, das mit der App nicht funktioniert, mit der ich das schneide. Ihr seht die Schraube hier. Die müsst ihr abschrauben und die müsst ihr abschrauben. Vorher könnt ihr aber Benzin und Luft rausdrehen. So wie euch euer Gastyp, den könnt ihr auch rausdrehen und euer E-Jog auch. Alter, das ist alles so dreckig hier. Am liebsten würde ich das Loch gerne stopfen und den jetzt einmal abspielen, weil sonst kommt alles überall rein. Da muss ich mal kurz gucken, was ich da hole. Ich denke mal Wasser und eine Bürste. Und dann mache ich das einmal kurz sauber. So, als allererstes nehmen wir uns erstmal ein bisschen Tempus. Und gehen erstmal in den Vergaser rein. Und das meistens immer so ein bisschen aufmachen. So, und dann faltet er sich ja so auf. Wie so einen Korken basteln und den dann da reindrücken, dass er wirklich zu ist. Da soll nichts rein, das ist scheiße. Ich meine, wir machen ihn gleich so auf, egal, aber trotzdem. So, jetzt habe ich einfach ganz normal einen Reiniger. So, jetzt wie gesagt, die und die Schraube da hinten raus, das müsste ein Imbus sein, genau.
So, ich habe mir mal ein bisschen Licht geholt. Damit sehe ich das auch einfach besser. So, wir haben jetzt einmal hier, das ist unser E-Jog. Hier geht unser Benzin rein. Und hier vorne, da zieht er sich Luft, sprich Unterdruck. Ja, ihr könnt einfach den abziehen, da werdet ihr auch merken, okay, der wird deutlich einfacher abgehen und ist auf jeden Fall noch flexibel, weich. Und der Benzinschlauch, das werdet ihr gleich auch sehen, der ist schon so hart und brüchig und alles, ne? Das ist einfach Benzin, das entzieht dem Schlauch das Gummimittel oder irgendwie sowas hieß das. Dann klemmen wir erstmal irgendwo da ein, mal abklemmen und ja, jetzt ziehe ich noch hier einmal Benzin raus. Oh, es wird schwer gehen. Okay. Wie mache ich das jetzt? Alter Schwede, der ist richtig ordentlich drauf. Alter Falter. Okay, da muss ich erstmal gucken, ob ich noch einen Schlauch habe, weil den kriege ich danach niemals wieder rauf. Naja gut, da könnt ihr in der Zeit schon mal euren Gasdruck hier abschrauben. Zack, den kann ich schon mal abschrauben und da sehe ich hier auch schon ein bisschen Dreck und Sand. Das hier. Okay, gut. Also ich gehe auf jeden Fall sehr, sehr stark davon aus, dass es einfach dreckig ist. Ja, den nachher auch putzen. Nicht wieder so reinpacken, so wie er jetzt hier ist. Auf jeden Fall nachher einmal putzen. Ja. Muss ich nur gucken, wie ich hier den scheiß Benzinschlauch abkriege. Alter Falter, ey. Das ist ja echt... nicht ohne, ey. So, dann muss man kurz eine Zange holen. Das findet euch auch. Man muss gleich echt gucken, ob ich einen neuen Dings habe, weil das... den kann ich danach niemals... oh, so geht ab. Da sehe ich schon... sich schon schön Benzin. So. Mal gucken, ob ich den Leiter wieder raufballer oder nicht. Und dann, naja, weil sie auf jeden Fall auch schon sehr runtergekommen aus. So, in euren Ansaugstutzen. Das ist der hier. Da empfehle ich euch auf jeden Fall auch ein sauberes Papierstück reinzupacken. Weil da wollt ihr auch keinen Dreck drin haben, Freunde. Am besten erstmal eure Finger sauber machen, bevor ihr das Tuch anfasst, habe ich gerade gemerkt. Sonst bringt euch das Ganze nämlich nicht. So, kurz die Pfoten sauber machen, so einigermaßen. So, jetzt nehmt euch wieder ein Tempo. Stoppt den in euren Ansaugstutzen rein. So, das sollte genügen. Und dann kommt da auch erstmal kein Dreck rein. Dann könnt ihr gleich einmal alles grob abwischen. So, jetzt kommen wir auch eigentlich schon zum interessanten Teil. Jetzt können wir eigentlich schon nach oben gehen zum Tisch. Da nehmen wir uns einen kleinen Schlitzschraubendreher. Können wir den auch wieder rausziehen, weil da machen wir sowieso jetzt alles sauber. Man sieht auch schon hier, mein Öl hat sich schön noch untergemischt. Das ist gut. Genau. Schlitz. Und dann habt ihr hier unten, boah, nicht zu schräg halten. Wo ist sie? Da. Eine Ablassschraube. Dann kommt hier, also sozusagen, ja, wie der Name schon sagt, eine Ablassschraube. Ihr dreht hier dran, dann kommt hier gleich das Ganze raus. So, die dreht ihr und dann seht ihr auch hier schon, das läuft. So, dann habt ihr einmal die Schraube da und die Schraube hier. Die müsst ihr auch einmal losschrauben. So, dann macht ihr den auf. Gut, dann habt ihr ja hier sozusagen eure Schwimmerkammer, euer Schwimmer. Der sollte sich am besten so bewegen. Und die Feder auf jeden Fall noch gut ist. Hier ist eure Nebendüse und das hier ist eure Hauptdüse. Und wenn ich da jetzt mal so ins Licht reingucke, sieht die zu aus. Na? Da werden wir jetzt, wie gesagt, wieder alles schön reinigen. Ich hole mir Wasser dazu, diesmal kein Glasreiniger. Und dann werden wir den einmal schön sauber machen im Wasser. Kommen wir gleich nochmal wieder. Und dann machen wir da eine 60er Hauptdüse rein. Also sozusagen die rausschrauben, die da drin ist. Kann ich auch jetzt schon machen. Hier die rausschrauben. So,
So, das müsste eine 50er sein, wenn mich nicht alles täuscht. Letzter Standpunkt war zumindest eine 50er. Das ist eine 52er sogar. Oh, hört, hört. Eine 52er Hauptdüse. Da packen wir jetzt eine 60er Hauptdüse rein. Und als allererstes wasche ich den aber einmal komplett aus. Wie gesagt, ihr Bremsenreiniger draufballern und ich wasche das einmal mit klarem Wasser einmal ab. So Freunde, ich bin wieder da. Haben das Ganze ein wenig gereinigt. Das sieht jetzt auch schon wieder deutlich besser aus. So, auch schön hier oben den Rand schön sauber machen. Dichtet das nachher ein bisschen besser ab. So, ihr könnt die eine Schraube, die ihr von rausgedreht habt, die Abdachschraube auch schon wieder reindrehen. Das ist ganz wichtig, sonst, wenn ihr nachher kickt, dann, ja, schießt euch das ganze Wasser da raus. So, dann haben wir jetzt nochmal hier unseren Vergaser. Wie gesagt, den könnt ihr damit sauber machen jetzt. Auf jeden Fall auch darauf achten, dass eure Dichtung noch gut aussieht. Dass sie so über den Rand ein bisschen schaut, nicht dass es schon platt gedrückt ist und das sozusagen auch keinen Effekt mehr erzielt. So, alles schön sauber machen hier. So. Ich habe da komplett heißes Wasser einmal durchgeballert. Dass es auf jeden Fall jetzt besser aussieht. So. Wie gesagt, wenn ihr keinen Bremsenreiniger habt, einfach komplett kochen, heißes Wasser durchballern. So, den packen wir jetzt erstmal schön zur Seite. Jetzt machen wir unsere schöne Packung auf von True Extreme. Viele sagen, True Extreme ist scheiße und so, aber wie gesagt, mein Kickstarter ist auch von True Extreme. Und ich bin damit eigentlich relativ zufrieden. Wie gesagt, manchmal muss man selbst einfach mal ein bisschen ausprobieren. Bevor man irgendwie sagt, ja, alle sagen True Extreme ist scheiße, jetzt hole ich von True Extreme nicht mehr. Wie gesagt, ich verbaue auch Teile von True Extreme. So. Muss ich mal kurz eine 60er Hauptdüse raussuchen. Da ist eine 70er. Das ist eine 68er. Das ist eine 60er Hauptdüse. Wobei, ganz ehrlich, ich kann auch eine 62er Hauptdüse eigentlich reinknallen, ey. Warum soll man wieder so klein anfangen? Habe ich eine 62er hier? Den auch mal kurz sauber machen, den Schraubendreher. So, noch fest kommt ab, ist fest. Jetzt bohren wir den ganzen Bums wieder zusammen. Das heißt, den wieder hier so rauf. Zack. Und jetzt schrauben wir uns auch die Schrauben hier wieder rein. Rechts, links. So, bam, bam. Fest, Vergaser sieht aus wie Neukapper. Und jetzt einfach wieder einbauen. Und dann sehen wir uns gleich mal bei den paar First Starts mit einer 62er Hauptdüse auf dem Dr. Evolution 50 Kubik Sportzylinder und einmal auf dem Yasuni Z Sport Auspuff. So, alles wird zusammengebaut. Ich denke nicht, dass es jetzt beim ersten Kick angeht. Das ist jetzt, denke ich, auch nur noch eine Abstimmungssache. Und da müsst ihr auf jeden Fall fahren, immer zwischendurch auf die Zündkerze gucken und je nachdem einstellen oder wenn ihr nicht weit genug einstellen könnt, auf jeden Fall eine Hauptdüse rein, entweder runter oder höher, je nachdem, ob es zu fett oder zu mager ist. Wir können einfach mal auf Joke-Basis mal ein paar Kicks geben. Wir brauchen natürlich ein paar Kicks. Die Schwimmkammer, die wir vorhin leer gemacht haben, muss erstmal wieder voll gemacht werden. Jetzt die Schwimmerkammer voll, jetzt sieht er auf. Annimmt oder absäuft.
Suizid auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier raus. Es ist viel zu viel Rauch hier.